So, willkommen zum nächsten Minecraft LP. Tach. Ja, David ist mit dabei, wieder mit dabei. Und ich schaue hier gerade so. Ich bin fail, ey. Boah, also wenn ich in die Kisten reinschaue, dann ist es der absolute Albtraum. Warum? Ja, schau mal rein. Was ist mit denen? Ist doch lustig. Oh Gott, sind das viele Items. Und das haben wir jahrelang in Kisten gelagert. Also, wo gibt ihr das mal vor allem? Da hinten geht's noch weiter. Da hinten kommen wir jetzt nicht mehr hin. Da hinten geht's noch weiter mit dem ganzen Zeug. Die ganzen Kisten sind alle voll. Was? Alle voll? Nee, nicht alle. Aber die da hinten. Oh Gott. Was du siehst. Hier sind die ganzen Zinn. fast zwei Reihen Zinn. Das ist wo wolltest du alles damit? Der absolute Albtraum, ganz ehrlich. Aber es ist ja zum Glück geordnet und so. Theoretisch. Praktisch ist es nicht geordnet. Ja. Oh nee, das ist noch so ein fetter Typ, ey. Hm. So einer von denen, die hauen und dann bleibt da nichts mehr übrig. Soll ich den umlegen? Solange du nicht irgendwas im Haus mit umlegst, kann ich es gerne machen. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen. Nee, das, den hat es ein bisschen eher weniger, weil du machst so großen AOE-Schaden und so. Außer du läufst direkt zu dem hin und stehst direkt vor dem und läufst nicht weg oder so. Dann macht er nichts, dann ist er ganz brav. Was, wenn man zu dem hinläuft und nicht wegläuft, dann? Ja, du musst direkt vor dem stehen, dann macht er keine Range-Attacken und keine AOE. Also keine Fernkampf-Dinger. Was macht er denn als Fernkampf? Ich glaube, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist praktisch wie so eine lebende Query. Oh. Also der haut dann irgendwie so ein 6x6 Blockfeld irgendwann weg. Ja, aber ich dachte, das wäre seine Nahkampfattacke. Nee, das ist ein Fernkampf. Also wenn du von dem wegläufst, dann macht er das immer. Oder wenn du von dem ein bisschen weiter weg bist oder so. Ja, was können wir noch weiter craften? Aus Langeweile könnten wir die ganzen anderen Logistik-Pipes craften. Nee, lass mal. Zumindest die wir vielleicht brauchen. Also zum Beispiel, eine Crafting-Pipe, die brauchen wir ganz sicher. Stimmt. Von dem brauchen wir noch ein paar Milliarden. Soll ich mal ein Stack Crafting-Tables craften lassen? Kannst du machen, ja. Warte kurz. Waren das eigentlich schon alle, die du da hingebaut hast? Nee, ich habe welche reingetan, deswegen. Es sind noch 11 da. Achso, ja, kannst du mal ein paar craften lassen. Ich nehme mal so... Alter, wie dir die Items abgehen. Gib dir das mal. Lol, also wie viel haben wir jetzt? Warte mal kurz. Das ist echt so krank. Alter, du siehst nur dieses Glitzern. Das ist krank. Leute, lagert das Holz erstmal wieder ein, bevor es nimmt. Das Langsamste ist, wenn die hochsausen. Alter. Hä? Hier ist aber irgendein kleines Feld drin, oder? Was denn? Hä? Der nimmt erstmal... Hä? Was macht er mit dem Holz? Keine Ahnung. Okay, der macht das ein bisschen eigenartig. Ich glaube, da ist irgendwo noch so ein kleines Feld so drin. Ich weiß es nicht. Vielleicht nimmt er zu viel und muss wieder zurückgeben. Ist ja auch egal. Hauptsache es funktioniert. Kommen 4 Sticks raus, aus 4 Sticks kommt ein Ding raus. Sollte doch eigentlich alles passen. Verstehe ich jetzt auch nicht. Egal, es funktioniert und... wie viel hast du gecraftet? Ich glaube... Bisschen zu viel. Ich glaube 72. Ah, okay. Ne, nicht ganz. Mehr. Ja, das Ding ist einfach nur, du kannst das Ding nicht mehr abbrechen, also. Alter, sieh schon. Ja, jetzt habe ich. Eineinhalb Stacks. Naja, gut. Wir werden es hoffentlich noch brauchen. Hoffentlich, ja. So, was brauchen wir als nächstes noch? Basics haben wir. Man könnte noch Goldpipes mal reinhauen. Der Aufwand ist zwar relativ gering, beziehungsweise nicht vorhanden, aber
Wieso, was ist, was, wie craftet man die? Naja, aus ein Gold und zwei Gold und ein Glas. Hm. Ja, egal, dann können wir sagen, wir können Gold Pipes Verpiss dich, craften. Mikro. Ja, in der deutschen Version haben die ganz eigene Naja, Arten das genommen. klingt scheiße. Logistisches Werkrohr. Okay. Bestimmt Google Übersetzer oder so. Hinten kommt ja Pipe würde noch. ich aber als Leitung und nicht als Rohr übersetzen. Naja. Ja, naja, gut. Ja, Leitung. Geht. Oh mein Gott. Das ist ja. Bisschen unsymmetrisch geworden. Naja, gut. Von Was der denn? Verkraften. Naja, hier so. Naja, Ah, es ist wieder Tag. ich überlege gerade, sollen wir da vielleicht da hinten noch weiterbauen, also die nächsten Pipelines dahinter führen lassen oder Ja, mach mal. ich weiß es eben nicht so genau. Können auch genug Werkbänke gebrauchen. Haben wir auch Ja, wir genug. könnten auch einfach in die andere Richtung ein bisschen weitergraben oder so. Ich muss erstmal mein Jetpack aufladen. Dann können wir weitersehen. Oder wir bauen hier jetzt einfach erstmal so eine kleine Station ein mit Öfen und so. Ja, würde ich machen. Wie viele Öfen brauchen wir überhaupt? Naja, wir brauchen eigentlich eh nicht viel, aber. Shit, okay, kriegen wir den Strom dann wieder? Mit einem Power-Tesseract? Am was? Nee, der hieß irgendwie anders, glaube ich. Irgendwas mit Tesseract hieß der, glaube ich. Wir haben zu viele Kabels, nur Energy so zur Cat. Info. Tesseract. Wie viel haben wir? Ach so, okay. Ja, so ungefähr eine Kiste voll. Kannst du mal Ex. ausmachen. Mach mal irgendwie. Nee, ich habe jetzt ein paar rausgenommen und tu die ins Logistik-Pipe-System rein. Oder so. Kannst mir einfach auch herhauen. In die Kaste. Ja, oder so. Es geht ja ganz einfach. Du musst ja eine nehmen, Shift Ja. drücken und dann hauen sie alle raus. Alter, wie viel da runtergehen. Guck mal diesen Block da an. Warte. Alter. Ich hab's verpennt. Tja, wie kriegen wir den Strom nachher? Wir müssen jetzt entweder eine Stromleitung hinlegen. Wobei ich mir sicher bin, es geht auch anders. Aha, shit, das haben wir. Was? Warte mal, ich habe eine Idee. Aber das ist jetzt echt ein bisschen aufwendig. Na dann. Wenn du das kannst du mir kurz helfen. Ja, gleich. Aber Mist, das ist ja kein LV, das ist ein HV. Oh mein Gott. Ach, lol. Ja. Das sind sau viele Kabels. 6K kappelt schon. Nice. Kommen noch mehr. Kiste ist noch halb voll. Du kannst auch mit der Kiste genauso rausziehen, das weißt du schon, oder? Was? Bei der Kiste kannst du genauso auch rausziehen. Wie? Mit Shift und so. Also du kannst einfach ein Kabel nehmen und dann Shift drücken und dann genauso irgendwie reinziehen. Also gehen in Mach ich beide doch. Richtungen. Achso, okay. Okay, ich denke mal, ich brauche ein paar Glasfaserkabel. Sagen wir mal ein Stack oder man. Fangen wir mit einem halben Stack an. Wobei, wie schön die erst, shit. Okay, also die Kiste jetzt wieder leer, Lol, dann. wie schnell das gerade ging. Ich Ach, vor. das meintest du. Ach so, ja, okay. Nee, egal. Ja, ich habe kapiert, was du gerade gemeint hast. Egal, macht nichts. Wir Beim haben ja nächsten Zeit. Mal. Ja, genau. Im nächsten Leben. Was brauche ich jetzt? Was brauche ich? Ja, oh mein Gott. Erstmal ein Fisch. Und dann brauche ich. Oh mein Gott. Ganz Diese ehrlich. Kabels, 9K-Kabels. Das ist jetzt echt ein bisschen eine Drecksarbeit. Was denn? Ach, es ist ganz den Strom da durch unsere halbe Welt liegen. Wo denn? Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin gerade da oben rein. Wo? Ah, Siehst da. mich? Ja. Wie kommst du da hin? Ja, einfach drauf. Nein, sag jetzt. Es war mir wieder so klar. Es war so klar. Ah, fuck.
Was hast du gemacht? Da war Kies drüber. Um welche Kies kannst du dir denken? Vom Weg. Nee, nicht den Kies, den ich hier mühevoll angeschafft habe. Hingeschaufelt. Soll ich mal ein paar Glasfaserkabel craften? Habe ich schon, ein halbes Stück. Okay. Boah, was für eine epische Eisenschaufel, dass da noch drin war. Ah, fuck. Okay, ich würde mal sagen, was ist denn das hier? Das müsste HV sein. Das heißt, wir bräuchten einen MV, LV und... Nee, nur ein MV und LV Transformer. Juhu. Ja, mach du das mal. Ich hab keine Ahnung. Wobei, den könnten wir auch gleich autocraften. Ha. Geil. Brauchen wir die so oft? Naja, oft ist nicht unbedingt, aber... Es ist einfach, wenn man es autocraften kann. Mist, jetzt verbinden die sich alle so hässlich in der Mitte. Das wollte ich eigentlich um jeden Preis verhindern, aber... Ah, verstehe. Man kann auch normalen Stein und Obsidian mit diesem... Wir haben kein Wasser mehr. Kein Wunder, dass das Ding nicht mehr funktioniert. Es läuft ewig. Doch, es läuft ewig. Aber wenn du zum Beispiel auf was anderes klickst, zum Beispiel... Die normalen Stones brauchen immer Wasser und Obsidian braucht Lava. Mm. Und du hast wahrscheinlich gerade draufgeklickt und ja. Genau. Muss ich mir mal einen Eimer holen? Nee, macht nichts. Wir haben so viel Kabel, wir brauchen echt keine mehr. Ja, aber ich will die 10k haben. Kannst du farmen gehen? Was? Geh ein bisschen Kabel abbauen, reicht doch auch. Nee, so als ein Witz, das brauchst du nicht machen. Was wollte ich gerade bauen? Goldpipes. Die wolltest du nicht bauen, glaube ich, oder? Nee, aber ich wollte es requesten. Alter, wie schnell das geht. Aber die Gefahr, dass man jetzt irgendwie extrem viel Zeug verschwendet, ist schon ein bisschen hoch. Warum? Naja, man ist immer so verführt, dass man einfach irgendwie... Naja, hat einfach mal so ein bisschen was craftet oder irgendwas anderes mal. Oh, da ist ein Skorpion. Wie süß. Ist nicht süß. Mist, ich hab grad Scheiße gebaut. Oh, cool. Och, nö. Funktionieren Ding. Solarpanels beim Regen nicht mehr? Nee, leider nicht. Wir müssen das Ding mal an unserem Strom anbauen. Könntest du einfach machen, wenn du Lust hast. An welches Ding eigentlich? Du jetzt grad? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, welches du meintest. Und was hast du das, was Bäume fällt automatisch. Ach so, das kann ich mal machen, ja. Ich weiß nicht, wo unsere Leitung gerade vorbeigeht. Das ist das Problem. Ach, die campt überall rum. Also zumindest da unten bei mir jetzt gerade. Ist die gerade so, bist du noch? Ja, aber ich wollte eigentlich die direkt vom Atomkraftwerk nehmen. Vom Atomkraftwerk. Zum einen produziert das nicht dauerhaft Strom, ich mach's immer wieder aus. Und zum... Ich bin auch so ein umständlicher... Voll nicht. Idiot, ja. Ja, ich dachte mir gerade, man kann doch das Atomkraftwerk auch mit Redstone per Funk steuern und so. Das kommt mir jetzt natürlich erst nach. Kommt ja natürlich jetzt erst. Ja, wäre auch zu einfach sonst. Oh mein Gott. Wozu braucht man eigentlich das Panzerglas? Panzerglas, Ja. Wozu habe ich das eigentlich mühevoll gecraftet? Nein, wir haben kein Glowstone mehr. Doch, wir haben Glowstone, aber nicht mehr viel. Das ist einfach zur Sicherheit, Verschönerung und so. Ja. Also, ich dachte mir am Anfang, wenn zum Beispiel was explodiert oder so und, ja. Oder wenn man irgendwas explodieren sollte oder so. Das ist sicher. Okay. Ist praktisch wie Obsidian, kann nicht kaputt gehen. Glaube ich. Also, hoffe ich. Hoffst du? Ich hoffe, ja. Ach, jetzt habe ich es kapiert. Was denn?
Die Maschine da draußen, die baut auch Bäume im Umfeld ab. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber egal. Also darf man nicht daneben bauen. Du kennst mich. Ist die Schlussfolgerung, finde ich. Ja, aber ich mach's meistens trotzdem wieder irgendwie und ja. Manche Items beschleunigen sau schnell und manche bremsen mit extrem ab. Ja, Couples bremsen total ab. Naja, ich habe nicht mal Couple Pipes gebaut. Ich habe nur Gold und Gold und ja doch Gold und Basics. Und die sollten ja eigentlich die schnellsten sein. Ja, okay. Ich weiß, es gibt noch so ein Upgrade für das Pipeline-System, dann sind die noch schneller. Das könnte man noch machen, aber. Im Moment reicht das ja eigentlich, glaube ich. Ja, wir sind eh schon über 15 Minuten, deswegen würde ich mal sagen. Ist hier ein Fell drin? Ne, ist kein Fell. Gehört schon. Okay. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.